Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Oli. Und zwar zum Video Nummer 74. Zum Bau einer Modellbahnanlage von Anfang an, das Spur N Modellbahnanlage natürlich. Und das Ganze pünktlich Freitag 18 Uhr wie immer hochgeladen. Heute mal wieder live vor der Kamera, ganz einfach, weil es ist ein Finale. Es ist ein Finale der Kleinserie, die ich gemacht habe zum ruckelfreien Fahren auf der Modellbahnanlage. Und auch zum flackerfreien Fahren, was ich jetzt natürlich gemacht habe, weil ich in meine Donnerbüchschen, die ich fertig gemacht habe, habe ich jetzt riesengroße Kondensatoren eingebaut. Man kann es ja hier oben sehen. Und wie ich die da reingequetscht habe, warum ich die reinquetschen wollte, obwohl ich stromführende Magnetkupplung in der Serie mit eingebaut habe, das möchte ich euch natürlich in dem Video hier alles mal Schönes zeigen. Wir sehen ja hier die Donnerbüchsen hinter vorbeifahren und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Video wieder und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Und das Ganze ist natürlich geeignet für alle Einsteiger, Modellbahnprofis und ihr wisst schon Bescheid. Bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Und ich bleib mal im Bild, habe ich mir überlegt, warum eigentlich auch nicht, ist doch ein schöner Anblick. Nein, Quatsch, ist egal, ich bleib einfach mal im Bild. Ich habe jetzt, wenn ich mal ein bisschen vorbeigucke an der Kamera, dann liegt das daran, dass ich im Hintergrund hier das Video laufen habe, damit ich natürlich weiß, was ich erzählen muss, wozu ich was erzählen kann. Ihr seht ja, im Hintergrund geht es schon fleißig weiter. Wir bauen nämlich hier unten, ich will da nicht zu viel verraten, das kommt irgendwann. Die erste Ebene hat nämlich begonnen, da habe ich ein großes Modul angefangen, ein Tauschmodul. Da möchte ich aber erstmal in den nächsten Tagen noch ein bisschen was machen und da werde ich euch das natürlich auch zeigen. Ja, im Hintergrund, was sehen wir jetzt hier? Wir haben jetzt natürlich ein Vorher-Nachher-Aufnahme von meiner Donnerbüchse, wie ich praktisch mal gezeigt habe, wie das vorher gewirkt hat, wenn ich das geschoben habe, wie es dabei geflackert hat. Und das zweite, das nachher, logischerweise, da war ein Kondensator verbaut und dieser Kondensator bringt ja, das wisst ihr alle selber, das Ganze zur Ruhe. Das heißt, da flackert nichts mehr. Wenn man an eine kleine stromlose Stelle kommt, vorzugsweise in Weichen natürlich oder auf irgendwelchen schmutzigen Stellen auf der Platte oder was auch immer. Jedenfalls flackert es dann ab und zu mal. Das möchte ich natürlich weghaben. Ihr wisst ja, ich habe ja die Magnetkupplung, die stromführenden Magnetkupplung eingebaut. Die versorgen die Waggons sich ja gegenseitig mit Strom. Und auch die Lok wird gleich noch mit Strom mitversorgt und beziehungsweise auch rückwärts. Die Lok versorgt auch die Waggons. Also wir haben einen riesengroßen Komplex an Stromaufnahme, sodass ich sagen kann, ich fahre nahezu ruckelfrei über meine Bahn. Auch wenn vielleicht die Gleise mal nicht ganz sauber sind, beziehungsweise die Räder. Auch dazu habe ich demnächst ein neues Thema, wie ich das gelöst habe, dass meine Räder immer schön sauber sind. Auch die Gleise, das wisst ihr ja. Und nicht nur der SpongeBob, weil er da hinten die Gleise putzt. Nein, nein, es ist natürlich auch ein bisschen mehr getan. Und ja, und da kommen wir drauf. Hier sehen wir übrigens die großen Kondensatoren. Und ich sage wirklich große Kondensatoren. Ein H0-Bahner oder wie auch immer, der wird sagen, die People-Dinger da in der Ecke. Ja, aber in der Spur 1 ist das riesig. Wenn man sich mal die Waggons hier im Vordergrund anguckt, man neigt dazu. Ich habe auch hier in meiner Schublade da hinten in der oberen, da liegen auch jede Menge Kondensatoren, die wesentlich kleiner sind, die man gerne vorzugsweise in den Waggons, so in die Toilettenräumchen da so einbaut und einbastelt, dass man die nicht sieht. Ich habe hier aber eine Lösung gefunden, das werdet ihr nachher sehen, mir recht einfach, dass noch irgendwo gewesen ist, wie ich die da besser einbauen konnte und da kommen wir aber gleich noch zu, weil wir sehen erstmal hier im Hintergrund, ich habe den letzten Waggon noch fertig gemacht. Ich habe den Postwagen gelötet. Der war immer noch ein bisschen so als liebloses Kind auf meiner Platte. Und da habe ich jetzt mal den Wechselgleichrichter eingebaut. Dann habe ich aus einer alten Lampe, alt war sie nicht, die war neu, aber ist egal, aus einer Lampe habe ich dann den Kopf oben eingebaut, dass das Licht nicht so rückwärts oben ins Dach reinstrahlt. Und dann habe ich das Ganze alles verlötet. Und jetzt sehen wir natürlich hier, wie ich den Kondensator fertig mache. Und in dem Postwagen, da geht das Ganze noch. Da sieht das alles noch halbwegs
stimmig und passend aus. Hier würde ich sogar zwei reinkriegen ohne Probleme, aber da ist ja auch nichts zu sehen. Während ich natürlich in den anderen Waggons, da habe ich ja Passagiere drinnen sitzen. Da sitzen ja kleine Männchen drinnen und die müssen natürlich alle irgendwo hin. Dann sind die Lampen oben drüber, dann ist der Wechselgleichrichter, dann ist der Widerstand. Okay, das ist ein sehr kleiner Widerstand, das wisst ihr, ich habe SMD verwendet. Wir sehen es ja hier im Hintergrund, da sehen wir unten den bemalten Gleichrichter drunter. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe direkt an die LED mit der Stromversorgung ran. Und das ist eigentlich eine recht gute Technik. Und ihr seht jetzt, wo ich ihn hinbaue. Ich baue ihn genau in die Mitte rein. Da sehen wir ja auch, dass die Fenster dort ja weiß lackiert sind, von Haus aus. Das war ich also nicht. Das ist also von Haus aus so. Und die habe ich natürlich dann genutzt. Da habe ich vorgemessen und gemacht und probiert, bevor ich das bestellt habe, dass ich diese riesigen Dinger, wir sehen ja die Personen, die können das ja schon als Kopfstütze benutzen. Aber wenn wir uns mal die kleinen Fenster ansehen ringsrum, da oben steht ja einer im Fenster und man sieht es tatsächlich gar nicht. Das ist tatsächlich so. Man sieht es gar nicht. Wenn das eingebaut ist, wir werden es nachher noch sehen, kein Mensch kommt drauf, dass da solche großen Kondensatoren verbaut wurden. Und da ich das ja sowieso mit der Beleuchtung ein klein wenig anders mache wie die meisten bauen ja die Beleuchtung ins Dach oben rein, kleben da so einen Stripe rein. Das möchte ich also nicht. Ich möchte also mein Deckelchen abnehmen können, ganz normal, weil bei den Waggons nimmt man ja tatsächlich den ganzen Oberbau ab. Und deswegen habe ich die Lampen dann, dass die so an den Drähtchen so dranhängen und man sieht das gar nicht, weil es direkt unterm Dach sozusagen ist. Und hier sehen wir, ich habe es reingeklebt. Ich habe hier diesen, oder habe ich es hier schon reingeklebt? Ich habe gar nicht hingeguckt gerade. Diesen, hier sehen wir es nochmal, wie so ein bisschen flackert. Das ist also tatsächlich, ach Quatsch, das ist das andere. Jetzt habe ich gar nicht richtig hingeguckt. Entschuldige bitte, hier ist natürlich der Kondensator schon drin. Und wenn ich nachher den Waggon so ein bisschen anhebe von der Seite her, dann sieht man, wie langsam, da seht ihr, wie langsam das Licht ausgeht. Und das kennt ihr alle. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, wie man flackerfreies Licht hinbekommt. Und das ist natürlich alles unterstützend, so dass ich, wenn ich jetzt einen Zugverband fahren habe, mit den stromführenden Magnetkupplungen, mit den Stromabnahmen an jeden einzelnen Wagen dran, mit der Lok verbunden, so dass ich tatsächlich schön fahren kann, ohne dass irgendwo was flackert oder dass der Zug irgendwie ruckelt. Weil in der Lok zum Beispiel habe ich keinen Kondensator einbauen können. Das war mir einfach zu wenig Platz und so einen kleinen piepsigen wollte ich da nicht einbauen, weil das ist, der Effekt ist fast null übertrieben gesehen. Weil was soll der tatsächlich an Strom halten? Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich hatte auch früher mal überlegt, ob ich die Lampen von der Lok hinten mit anschließe am Waggon. Aber nee, habe ich alles gelassen. Und dadurch, dass der Zug doch relativ, ja, stromintensiv ist, passt das Ganze schon. Und hier seht ihr, dass ich den Kondensator auch in Wageninnenfarbe angemalt habe. Alles Ton in Ton ist natürlich als Premiumklasse. Nein, keine Premiumklasse. Aber ich habe es natürlich bemalt, falls man doch mal in irgendeiner Situation in irgendwas da reinlupen könnte. Was nicht geht, sage ich gleich. Aber okay, das Ego spielt da auch ein bisschen eine große Rolle mit. Ich habe es also bemalt, alle Stellen, die irgendwo ersichtlich sein könnten. Ihr seht es hier prima durch das Fenster. Da müsste man wirklich einen ganz bestimmten Winkel haben, wenn man den Waggon in der Hand hält und dann das Fenster so von schräg unten reinguckt. Dann könnte man es sehen, ansonsten sieht man gar nichts. Und ihr seht ja, wie ich die Lampen angebracht habe. Das habt ihr in anderen Videos schon gehabt. Der zweite, der rechte Waggon ist bitte mal nicht beachten. Hier zeige ich, wie der Unterschied praktisch ist zwischen einem Waggon, der einen Kondensator drin hat, und der rechte hat natürlich keinen Kondensator. Und da sieht man ganz schön, wie der eine flackert und der andere nicht. Hier ging das Licht, geht rechts sofort aus, links ist es verzögert. Wie gesagt, brauche ich euch nicht erklären, wisst ihr alle selber, außer vielleicht ist jemand dabei, der Einsteiger ist oder der neu in der Materie ist, den interessiert das vielleicht, dass das langsam ausgeht. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Kondensator eingelötet, der ist direkt hinter dem Wechselgleichrichter. Das ist überhaupt keine Riesensache. Ich werde mit Sicherheit irgendwann nochmal ein Video zu bringen. Das wird kein Tutorial sein, weil dazu gibt es wie Sand am Meer oder zuhauf die Videos dazu im Internet, hier bei YouTube von anderen, die das vielleicht viel besser gemacht haben als ich. Und deswegen muss ich da nicht in die gleiche Kerbe reinschlagen. Das ist wie wenn ich immer sage, mit Digitalisierungsvideos wird bei mir wahrscheinlich gar nicht so mehr zu sehen sein. Da gibt es genug andere, die das
auch bringen. Und unterm Strich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja sowieso immer die gleiche Geschichte. Wir haben da unsere 6 Anschlüsse dran. Und das ist kein Hexenwerk. Man hat maximal eine Platzsuche irgendwo. Das ist immer das größte Problem dabei. Aber jetzt schweife ich gerade ab. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt wollte ich euch nämlich noch zeigen. Jetzt mache ich praktisch die letzten 3 Waggons von der 5er Serie mit den Kondensatoren. Das habe ich jetzt in 8-facher Geschwindigkeit, weil haben wir auch schon jetzt zigmal gesehen und das sage ich jedes Mal. Ich muss nicht andauernd immer den gleichen Inhalt bieten. Deswegen beschleunige ich verschiedene Sachen, so dass das Ganze irgendwo zwar zu sehen ist, aber jetzt nicht so in die Länge gezogen wird. Das braucht ja auch irgendwo kein Mensch. Und ja, ich habe die natürlich, sehe natürlich, wie verschmutzt die alle sind. Wir kommen nachher noch zum Finale von der Gestaltung von den Wagen, wie die praktisch dann zum Schluss fertig gemacht werden. Hier sehen wir noch den Kondensator, wie ich ihn reinmache. Das wird dann so ein bisschen mit der Pinzette habe ich das umwickelt und dann verlötet, sodass das schön hält. Und wie gesagt, wenn man sich das mal anguckt, man kann tatsächlich überhaupt nicht reingucken, man sieht gar nichts. Und das ist eine schöne Sache. Hier musste ich mal wieder meine Spotlichter anmachen, weil tatsächlich, wenn das zu klein wird, dann muss der Uli natürlich mittlerweile eine Lesebrille aufsetzen. Ja, hört auf. Ja, damit ich was sehe. Und deswegen brauche ich da wahnsinnig viel Licht. Und jetzt ist natürlich der Postwagen, der braucht noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe es ja hier oben reingeschrieben. Wie gesagt, hier habe ich jetzt auch bloß einen Kondensator, obwohl 2 reingepasst hätten. Alles andere wäre Quatsch gewesen. Das wäre, ja, Quatsch gewesen. Vorteil übrigens von den Kondensatoren, von den großen, ist, dass der Waggon natürlich noch ein bisschen mehr Last bekommt. Ich habe eigentlich mehr Blei gekauft, was ich da unten noch reinkleben wollte, damit die Wagen so ein bisschen ja, mehr Last bekommen, gerade wenn sie Strom aufnehmen, dass das eine schöne Kontaktaufnahme ist. Und ich fahre ja eh wahrscheinlich nie mehr als 3 oder 4 Waggons auf meiner Anlage, weil das ist da oben, das wäre alles zu lang. Und deswegen will ich das gar nicht in der Form und das reicht mir völlig aus. Klar, hier liegen lange Züge. Hier hinten bemale ich übrigens alles jetzt mit Mattlack. Das ist also ein Lack, den habe ich mir extra bestellt für die Wagen. Der ist beim Auftragen, man sieht es ja hier recht gut, ist der sehr milchig. Da dachte ich auch, oh, ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Aber ich kann beruhigen, der Lack, der trocknet tatsächlich unsichtbar aus. Die Wagen sehen aus wie vorher. Ein kleines bisschen, aber wirklich in Mühe ist es noch mehr verlaufen, was ich aber schön fand. Aber das liegt tatsächlich an der Kreidefarbe, die ich drauf gemacht habe. Aber das ist wirklich so gering tatsächlich, das fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Und hier sieht man, wie schön ich die bemalt habe von außen, beziehungsweise wie schön ich die mit dem Lack abziehen konnte. Weil man hat das nämlich vorher gesehen, wo ich die Farbe aufgetragen habe und man hat von der Seite geguckt. Dann hat man tatsächlich das gesehen, wo die Farbe aufgetragen war. Und das ist jetzt tatsächlich weg. Und schaut mal hier mache ich den Wagen zu mit dem Kondensator drin. Und jetzt guckt mal genau hin, der ist verschwunden. Natürlich bei bestimmten Winkeln, ich habe den jetzt hochgehalten, ich habe den so bewegt, kann man bei bestimmten Winkeln den sehen. Aber wie gesagt, wenn das auf der Platte fährt oder wenn man sich den nur so anguckt und gar nicht weiß, dass da was drin ist, das sieht man einfach nicht. Wirklich, das ist unsichtbar, ich garantiere es euch. Und noch leichter wird es wahrscheinlich bei den großen Waggons, die ich da oben stehen habe. Ja, weiß nicht, sieht man von hier wahrscheinlich gar nicht. Die sind ein bisschen weiter hinten Richtung Berg. Und da ist das natürlich dann noch besser machbar, dass man noch größere oder auch 2 reinsetzen kann. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht erforderlich ist, weil da habe ich ja dann 4 Achsen, die den Strom abnehmen können. Und da wird das Ganze vielleicht sogar noch effektiver oder angenehmer dadurch irgendwo zu machen. Und ihr seht, ich habe sie jetzt alle zu mittlerweile, außer den einen da oben. Und das passt wirklich wunderbar rein. Die Magnetkupplung, die greifen schön. Und das ist ein schönes Gesamtbild. Hier sehen wir, wie sie stehen. Hier haben sie alle schon die Beleuchtung an. Und das passt. Mir gefällt das wunderbar. Und da dampfe ich davon noch schnell das Licht vorne angemacht an der Lok. Und ab geht's. Und mit diesen Bildern, die wir jetzt hier gerade, oder ich genieße, wünsche ich euch natürlich noch eine wunderschöne Woche. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis zur nächsten Woche. Bleibt schön dran, bleibt mir treu. Wer mich noch nicht abonniert hat, macht das mal. Ich freue mich über jeden, der mehr dabei ist. Umso mehr Spaß macht, umso mehr kann man auch bei euch machen. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Und dann bis nächsten Freitag, 18 Uhr. Macht's schön gut. Tschüss, euer Uli, aka Aquapanda. Ciao.